Heute habe ich eine interessante Technik ausprobiert. Es wird nämlich mal nicht klassisch mit dem Pinsel gemalt. Naja, abgesehen von dem Hintergrund, den ich erstmal auf meiner Leinwand vorbereitet habe. Die dunkelgrüne Acrylfarbe habe ich kreuz und quer auf meiner Leinwand verstrichen, bis man von der Leinwand nichts mehr sehen konnte. Dann musste das natürlich erstmal trocknen. In der Zeit könnt ihr aber schon mal nach draußen gehen und euch ein paar Blätter holen. Sobald ihr euer Blatt mit weißer Acrylfarbe bepinselt habt, könnt ihr es auch schon auf die gewünschte Stelle eurer Leinwand oder eures Papiers legen. Gut festdrücken und anschließend einfach wieder abziehen. Ich war selbst überrascht, wie einfach das ist. Mit drei unterschiedlichen Größen an Blättern habe ich dann die erste Schicht bedruckt und anschließend wieder trocknen lassen. Mit wasserverdünnter Acrylfarbe habe ich dann die Blätter angemalt, sodass sie grün werden, und darauf habe ich dann noch eine weitere Schicht Blätter gedruckt. Diese überschneiden sich nun mit der ersten Schicht. Auch das könnt ihr wieder trocknen lassen und dann wieder grün anmalen. Die untersten Blätter sollten am dunkelsten sein und jetzt fehlt bei mir nur noch eine letzte Schicht. Und diese Blätter lasse ich dann weiß. Wie findet ihr das Ergebnis?